vom Thomas Luttenberger über Z-Shell und Screen. Screen muss ich sagen, GNU Screen ist ein Backbone meiner täglichen Sysadmin-Arbeit und meiner Meinung nach erschließt sich der Charme der Command Line überhaupt nicht, wenn man nicht vorher GNU Screen gesehen hat. Also ich freue mich sehr und zu Z-Shell bin ich neugierig, ob ich hier bekehrt werde. Gut, ich freue mich auf den Vortrag. Dankeschön. Ja, danke, danke. Gut, ja, willkommen hier zu meinem heutigen Vortrag über Pimp Your Terminal, habe ich es genannt. Es wird sehr Terminal-lastig. Es geht hier um Z-Shell, offensichtlich eine Shell. Und GNU Screen, ein paar kennen es offensichtlich hier schon, es ist nicht so bekannt. Ich will es hier vielleicht noch einmal hier vorstellen und will zeigen einfach, wie man mit den zwei Tools wirklich effizient miteinander arbeiten kann und wie ich es auch vor allem in meiner Arbeit täglich einsetze. Kurze Übersicht, was erwartet euch in dieser Präsentation? Es gibt einmal eine kleine Vorstellung meinerseits und wo ich arbeite. Dann kommen wir zur Motivation, warum stehe ich hier, warum präsentiere ich das, was ist mir wichtig. Dann formuliere ich einmal Z-Shell als Bash-Ersatz. Der Umstieg ist an sich relativ einfach und leicht. Das heißt, man kann auch natürlich von anderen Shells hier gut einsteigen und umsteigen. Ich werde dann ein Hands-on Z-Shell zeigen. Also hier geht es um eine Live-Demo von ein paar Sachen, die Z-Shell besser erledigt als andere Shells, meiner Meinung nach. Dann werde ich noch Screen kurz vorstellen und erklären, was ein Terminal-Multiplexer ist. Und auch hier wird es ein Hands-on noch dazu geben. Gut, also kurz zur Vorstellung. Ich arbeite für eine Firma, die nennt sich Apo Software GmbH. Wir kommen aus Graz, beziehungsweise gleich über der Stadtgrenze Doppelbad. Wir sind 25 Mitarbeiter. Unser Softwareprodukt nennt sich Grafti, beziehungsweise in der neuen Version Ionio, da erfolgt gerade der Rollout und da geht es um, das ist eine Personalplanungssoftware im Gesundheitsbereich. Wir sind aber sehr vielseitig und kümmern uns auch um Software-Individualentwicklung. Wir haben sehr viele langfristige Projekte schon mit Projektpartnern aus Österreich und Nachbarländern und ja, kümmern uns natürlich auch um Beratungsdienstleistungen und sonstiges. Mein Name ist Markus Luttenberger. Ich habe vor einigen Jahren Softwareentwicklung Wirtschaft an der Technischen Universität Graz studiert. Ich habe auch schon einige Jahre Berufserfahrung und bin seit 4 Jahren bei APUS. Ich mache dort, was ich eigentlich am besten kann, nämlich Software entwickeln und kümmere mich auch um das Qualitätsmanagement in meinem Projekt, weil das liegt mir auch sehr am Herzen. Gut, zur Motivation. Beide Tools, die ich hier vorstellen will, eignen sich hervorragend für den Einsatz im Alltag. Ich verwende sie eigentlich auch auf einer täglichen Basis und die Einstiegshürden sind relativ gering. Bei der Z-Shell sowieso, das ist natürlich eine Shell. Bei Screen ist vielleicht müsste man sich am Anfang mal ein paar Tastaturkürzel anschauen, um hier zu schauen, wie man damit arbeiten kann. Aber im Grunde sind die ist durchaus eine Alltags. Man kann einfach durchaus im Alltag damit arbeiten. Das heißt, tägliche Büroarbeit, Vermeidung von Fingerakrobatik ist mir wichtiger. Ich bin da einfach auch sehr tippfaul und benutze auch gerne Tastaturkürzel und alles, was ich mir ersparen kann, ist einfach ein Effizienzgewinn. Z-Shell als Bash-Ersatz. Wie gesagt, die Z-Shell eignet sich für Ein- und Umsteiger. Sie ist neuer als die Bash. Sie erben auch viel voneinander, also generell die Konsolen, wenn man diese Entwicklung ein bisschen verfolgt, es gibt natürlich in der einen Features, die von anderen kopiert worden sind und vice versa, ja. Also mittlerweile sind die ja auch alle relativ ähnlich, sage ich erst mal, von gewissen Bedienungen. Generell gibt es aber ein paar Alleinstellungsmerkmale, die machen die Z-Shell halt einzigartig und insofern ist sie dadurch recht angenehm zu bedienen. Diese Vorteile hier habe ich hier auf der nächsten Folie noch aufgelistet. Hier die wichtigsten nämlich gleich vorweg. Es gibt hier eine, sehr, sehr fein ist diese erweiterte Befehls- und Argumentvervollständigung mit der Tabulator-Taste. Das heißt, wo auch immer ich mich befinde, die Z-Shell versucht zu erkennen und mir kontextabhängige Hilfe anzubieten und den Tabulator damit möglichst gut auszunutzen. Ich werde es noch genau im Hands-on-Teil zeigen. Das Ganze ist konfigurierbar, das heißt, ich kann es zu- und abschalten. Ich kann es natürlich auch dementsprechend erweitern, um Fremdprogramme, um eigene Programme, die ich auch selber schreibe, erweitern.
Das Ganze korrigiert mir Tippfehler. Ich bin nicht mehr auf Groß- und Kleinschreibung angewiesen. Es gibt auch Ähnlichkeitsanalysen und ich kann einen Pfad einen Ordner oder eine Datei angeben und wenn sie zumindest eindeutig ist, dann wird sie bereits erkannt. Ich habe auch eine sehr nette Farbunterstützung. Ja. Globbing, da geht es beispielsweise um den Einsatz von Platzhaltern oder Filtern zur Vervollständigung oder zum Suchen. Ja. Ich kann rekursive Suchen eben in Unterverzeichnissen machen und dabei fortlaufende Zahlen erkennen, Zeichenketten, Abweichungen von diesen Zeichenketten. Ich kann aber auch nach Meta-Attributen von Dateinamen oder Ordnern oder sonst irgendetwas suchen, wie beispielsweise Berechtigungen, Dateizugriffe etc. All das kann ich in sogenannten Globbing Qualifiern angeben, bei einer Suche oder bei Ähnlichem. Ja. Systemweite Befehlshistory ist etwas, was man auch schon, glaube ich, aus anderen Shells teilweise kennt. Ist ein bisschen eine Geschmackssache, ob man das haben will. Ich habe öfters doch mehrere Terminal-Tabs oder Fenster offen. Insofern ist es dann angenehm, wenn die Konsole auf dem, sage ich jetzt mal, lokalen PC natürlich nur, auf die gleiche History zugreift. Also da erspart man sich oft einiges an Copy-and-Paste-Arbeit. Hilfreiche Navigation durchs Filesystem werde ich auch noch zeigen, also die Z-Shell ist ja sehr intelligent und hilft einem da weiter. Es ist natürlich viel, wie man es ja weiß, im Terminal mit der Navigation durchs Filesystem verbunden und da gibt es ein paar nette Features. Die Z-Shell ist sehr modular aufgebaut, es gibt Module, die sich zu- und abschalten lassen. Module sind zum Beispiel Completion-System, Mathematik-Modul, FTP-Modul, Zeit- und Datumsmodul. Also da sind dann, gibt es noch unzählige weitere, die auch auf Spezialbedürfnisse ausgelegt sind. Ja, aber wie gesagt, es gibt sie, man kann sie zuschalten, man kann sie natürlich auch wegschalten, je nachdem, wie man es braucht. Die Vorteile der Z-Shell gehen jetzt einfach noch weiter. Ich mache mir nicht die Mühe, sie alle jetzt da im Detail aufzuzählen. Das kann sich jeder selber zurechtfinden. Sie sind auch nicht für alle Anwender gedacht. Man wird nicht jedes von denen brauchen. Ich habe ja noch ein paar angeschrieben. Ja, ich werde dabei mal nicht weiter darauf eingehen. Kurz noch zur Konfiguration. Bekannterweise sind Konfigurationen von Shells können relativ umfangreich werden. Die Z-Shell nimmt ein bisschen was davon ab. Sie bietet einen Konfigurations-Wizard an, mit dem man hier einfach, wenn man das Ganze neu installiert, einmal ein bisschen durchgeleitet wird, so textuell und mal sagt, was man so konfiguriert haben will. Und die stapelt einem dann so eine nette Basiskonfiguration, sage ich jetzt mal zusammen. Natürlich kann man auch das Internet bedienen, im Netz sind mehr als genug Konfigurationen zu finden, auf diversen einschlägigen Seiten. Ja. Das reicht von einem 10-Zeiler, der mal schnell getauscht wird und mit dem man mal starten kann, bis zu einer 2000-Zeilen-Konfiguration, wie bei diesem ersten Link hier, wo es eigene Funktionen auch noch gibt und die ein eigenes Manual noch dabei hat, bei dem man noch ein bisschen was nachlesen kann, was da überhaupt alles drinnen ist. Damit will ich auch schon zum Hands-on-Teil übergehen. Ich muss mich dazu kurz hinsetzen, weil im Stehen kann ich schlecht tippen. Und wir haben ja schon mal das Terminal geöffnet. Ich werde hier ein Programm schnell starten, das euch eine visuelle Rückmeldung über die Tastaturanschläge zeigt. Hier rechts oben. Ja. Besonders dann der Screen-Teil wird relativ Hotkey-lastig, also da kann man dann vielleicht noch ein bisschen mitschauen. Ich werde versuchen, nicht zu schnell zu tippen oder so irgendwas, sondern das auch zu sagen, was ich tippe, ja. Aber vielleicht hilft es ein bisschen. Gut. Also ich will ja mal im Root meines Dateisystems starten. Wenn ich hier mal ein File-Listing mache mit LL, also ähnlich wie LS, habe ich hier meine üblichen verdächtigen Ordner, sage ich jetzt einmal. Und ich werde jetzt einfach mal CD, Change Directory eingeben und mal mit Tabulator eine Vervollständigung machen. So, die Z-Shell bietet mir jetzt also logischerweise die Liste dieser Ordner hier unten an. Sollte ja noch drauf sein, ja. Das ist nichts sonderlich Neues. Wenn ich jetzt nochmal Tabulator drücke, dann wird hier ein Cursor reingesetzt. Diesen Cursor kann ich jetzt gemütlich mit den Pfeiltasten verschieben, hin und her, ja. Ich kann mir irgendwas auswählen, was mir so passt. Oh, okay, ja, gute Frage, müsst ihr mir wahrscheinlich schnell das Theme umstellen, sonst könnte ich versuchen, hier das Ganze auf einen anderen
Mit den Farben hier habe ich mich so noch nicht auseinandergesetzt. Ja. Geht das schon besser? Okay, auf meinem Bildschirm schaut es ziemlich anders aus. Ja, jeder Beamer ist ein bisschen anders. Ja, okay. Aber die Farben für den Ordner und so weiter werden ja vorgegeben von... Ja, ich könnte das hier natürlich noch schauen, ob ich hier... ja, die Farben werden... Dunkel? Ja, genau, richtig. Wie schaut das aus? Ja, die Farben werden größtenteils hier gesteuert von den Deer Colors. Also das, da hat man natürlich gleich ein bisschen mehr Kontraste. Ja? Okay, dann lassen wir das mal so, ja. Okay, gut. Ich hoffe jetzt, gut, also wie gesagt, die Ordnerliste ist jetzt noch nichts sonderbar Neues. Ich kann hier natürlich auch mit dem Tabulator, wenn ich den weiter bediene, hier durchscrollen und hier einen Eintrag übernehmen. Wieder den Tabulator bedienen und es kommt natürlich die Unterordnerliste. Hier wird nicht mehr der Cursor reingesetzt, das heißt, ich kann hier direkt reinsteigen und schauen, was es gibt. Machen wir dann nochmal einen Directory Listing. Gut. Hier, wenn ich jetzt zu diesem unteren Ordner hier gehen will, Server Applications, und hier nur diesen Anfangsteil von diesen Ordnernamen angebe, dann kann ich natürlich in der Bash-Tabulator drücken, was ich will. Hier wird nichts geschehen, wenn es eine Default-Konfiguration ist. In der Z-Shell natürlich habe ich den Vorteil, dass mir das hier direkt ausgeschrieben wird, weil das so schon einzigartig ist, der Name. Das heißt, ich kann hier direkt auch reinspringen. Ich kann mir aber sogar das CD, Change Directory-Kommando, ersparen. Es reicht nämlich bereits, den Namen eindeutig zu machen und wenn es ein Ordnername ist, den ich anspringen will, oder wenn es auch ein File ist, das, na gut, in ein File kann ich natürlich nicht reingehen, aber bleiben wir eben bei dem Beispiel der Ordner, dann reicht es eigentlich, den Namen auszuschreiben. Ich will das jetzt mal kurz vorzeigen hier bei SDB. Also diese Ordnernamen sind für euch natürlich sehr abstrakt, es ist auch egal, was sie bedeuten, aber es sind, glaube ich, ganz gute Beispiele. Ich schreibe also, weil ich tippfaul bin, alles in Kleinbuchstaben, SDB, drücke mal den Tabulator und hier werden also mittlerweile schon zwei Vorschläge angeboten. Also die Z-Shell weiß noch nicht genau, was ich haben will. Einerseits einen External Command, ja, irgendetwas SDB-Tool und andererseits aber erkennt es auch den Ordner, Local Directory. Das heißt, ich drücke hier einfach zweimal noch den Tabulator und kann schon in dieses Verzeichnis reingehen. Wunderbar. Hier sind wieder einige Unterordner. Hier schaue ich mal rein zu SDB Call History. Call History, so. Und hier sehen wir auch etwas, was die Satchel hier schon erkennt. Das ganze Verzeichnis ist unter Versionskontrolle, nämlich SVN. Das wird euch schon erkannt. Es gibt natürlich auch eine Unterstützung für Git. Interessanterweise heißt der SVN-Ordner anders als hier dieser Ordner im Dateisystem. Auch das wird erkannt, die Revisionsnummer wird noch angeschrieben. Also es sind ein paar nützliche zusätzliche Informationen, die man hier bekommt. Ich werde hier noch weiter in ein paar Unterordner reingehen, nämlich Tests und ein Unterordner namens Report. Mache ich mal eine File-Listung und sehe, der Ordner ist leer. Gut, ich habe mich hier jetzt also im Pfad geirrt. Eigentlich wollte ich ein anderes Projekt, das auch diesen Unterordner Tests und Report hat, denn das Ganze sind Programmierprojekte und jeden Programmierprojekt gibt es in Tests zusammen mit einem Report. Hier wurde ja noch nicht erstellt. Ich wollte aber den vorhandenen bearbeiten.
Jetzt müsste ich natürlich alles wieder über den Pfad zurückgehen und die richtige Abzweigung nehmen. Das ist natürlich mühsam. Ich kann aber hier einfach mit einem CD-Kommando diesen vorderen Teil hier, wo ich die Abzweigung verpasst habe, austauschen. Kann hier bereits auf den Tabulator drücken und wir werden nun alle Ordner vorgeschlagen, die diesen Unterordnerstruktur Tests und Report ebenso haben. Ja. Ich kann hier also auswählen Call Dialog, also ich tausche diesen Teil einfach aus, drücke hier Enter und man sieht, also hier wurde das ausgetauscht und dieses File Listing bin ich nun hier endlich beim Report, den ich nun bearbeiten kann. Gut, so viel zur Navigation im Filesystem. Ah, da ist es. Ich kann aber natürlich auch mit dem Tabulator Variablen expandieren. Beispielsweise kann ich meinen derzeitigen Working Path hier einfach expandieren, indem ich auf den Tabulator drücke oder die UID, was weiß ich. Ja. Ich kann aber auch Programmparameter damit vervollständigen. Beispielsweise ist es immer recht mühsam mit Kill, wenn man hier ein Programm abschießen will, ganz brutal, die Thread-ID, die Prozess-ID rauszufinden. Hier brauche ich einfach nur den Tabulator drücken und bekomme einfach eine Liste von laufenden Prozessen, die ich mir dann gemütlich auswählen kann. Natürlich, hier hat man wieder die Unterstützung mit dem Tabulator drinnen. Ich kann aber auch natürlich vorfiltern. Ich sage, zeig mir halt die Prozesse, die mit G beginnen und das ist schon hier ein kleiner Filter. Ja. Gut, zur interaktiven Hilfe, auch hier wird mir mit der Z-Shell ganz gut weitergeholfen, wenn ich hier ein Kommando, einen Befehl hier eingebe und ich weiß die Parameter nicht mehr, habe die nicht mehr auswendig im Kopf, dann schreibe ich einfach mal das Minus an, drücke den Tabulator und bekomme hier die Optionen angezeigt, die hier akzeptiert werden. Ich kann aber auch direkt den Manual-Eintrag aufrufen mit Alt und H, kann ich hier reinspringen und mir das durchlesen. Und wenn ich zurückspringe, ist diese Befehlszeile auch noch da. Also ich kenne das nur von, wie andere Leute manchmal arbeiten, die schreiben das mal an, dann haben sie das vergessen, dann löschen sie es weg oder setzen irgendwie eine Raute davor und geben Enter ein, dann rufen sie mal, also sehr, sehr kompliziert. Ja, also so geht das natürlich, finde ich, wesentlich schneller. Ich will nochmal auf das Globbing hier eingehen. Hier habe ich auch ein kleines Beispiel vorbereitet. Dazu werde ich nochmal in dieses Verzeichnis hier zurückgehen und nochmal diese Liste, diese Unterordner, diese Projekte hervorrufen. Ja, das sind jetzt einige. Es sind nicht nur Programme, die ich hier entwickelt habe, sondern auch Frameworks und andere Programme und Dokumentationen und was weiß ich. Und diese Programme haben jetzt da alle ein Changelog drinnen, ja, also einfach eine Textdatei, wo drinnen steht, was hat sich mit jeder Programmversion geändert. Und ich will diese Changelogs nun alle suchen. Über ein File-Listing will ich mir die anzeigen lassen. Eine rekursive Suche über Unterordner wird in der Z-Shell mit einem Doppelstern eingeleitet. Dann schreibe ich einen Slash und kann schon meinen Suchstring angeben, ja. So, das dauert jetzt ein bisschen und dann hat man schon seine Ergebnisse. Werden wir die jetzt mal kurz abzählen. Und das sind im Grunde 14 Ergebnisse. Das kommt mir ein bisschen zu wenig vor. Ich will also jetzt, eventuell hat hier jemand geschlampt und hat hier vielleicht irgendwann einen Tippfehler produziert. Ich müsste jetzt aber alles natürlich durchschauen und suchen, wurde das jetzt da geschrieben. Ich kann aber zum Glück eben mit Globbing Flags arbeiten und ich will jetzt der Changelog mit einer Abweichung suchen. Ja. Ich kann natürlich auch noch beliebig viele Abweichungen suchen und anders angeben, aber ich suche das jetzt mal mit einer Abweichung. Das heißt, ich mache wieder diese Rückwärtssuche mit dem Doppelstern, also die rekursive Suche mit dem Doppelstern und um ein Globbing Qualifier bzw. Flag steht immer in einem Klammerausdruck. Ja? Das heißt, ich mache mal Klammer auf und das muss man sich auch noch merken. Ein Flag beginnt immer mit einer Raute. So, das ist zum Glück alles, was man sich merken muss. Jetzt kann man schon wieder den Tabulator betätigen und bekommt hier schon seine interaktive Hilfe eingeblendet. Das heißt, ich habe hier verschiedene Flags, da sind ein paar bekannte hier dabei, wahrscheinlich Case-Sensitive Matching, Case-Insensitive Matching. Match End of String, Match Start of String. Das, was Sie eigentlich haben wollen,
ist hier in der zweiten Zeile Approximate Matching. Ja? Also sagen wir A1 mit einer Abweichung, so, Klammer zu, Suchbegriff angeschrieben, Suche ausgeführt. Und hier sehen wir schon, ja, hier hat tatsächlich jemand Changelog einfach falsch geschrieben und tatsächlich, es wurde auch gefunden. Kann man nochmal kurz abzählen. Und wir sehen also 15 Ergebnisse, wunderbar, eins mehr als vorher. Das Ganze kann ich jetzt auch noch, hier gibt es einen kleinen Unterschied eben zu Globbing Qualifiern suchen, das sind eben, wo ich hier auf Meta-Informationen quasi suche. Ich starte hier also noch einmal die Suche mit nach Changelog. Mir ist jetzt diese Abweichung egal natürlich. Globbing Qualifier sind einfach nur in einem Klammerausdruck. Das heißt, ich kann hier Klammer aufschreiben und wieder den Tabulator drücken und bekomme hier jetzt dann natürlich schon eine ganz schön lange Liste an Qualifiern, die mir hier angeboten werden. Und wenn wir jetzt so sagen, ich will alle Changelogs, die beispielsweise größer als 5 Kilobyte sind, dann schaue ich mir diesen hier die Size an, das wäre L. Ja, schreiben wir mal L an, wie geht es weiter? Tabulator. Completing Size Specifier 5 Kilobyte, ja, das klingt einmal gut, also K. Und dann haben wir noch Sense More Than, also ein Plus 5, Klammer zu. So, das Ganze mache ich jetzt noch mit einer Human Readable Option. Und er listet mir hier alle Changelogs auf, die jetzt da größer als 5 Kilobyte sind. Und so kann man sich dann verschiedene Qualifier zusammenstöppeln und hier mal ganz sich seine Dateien suchen. Also so Suchoperationen sind eh was Klassisches, was man ja öfters macht. Gut. Damit bin ich mit der Z-Shell einmal fertig und springe zurück auf die Folien und will übergehen zu Screen. Screen ist, wie bereits erwähnt, ein Terminal Multiplexer. Was ist ein Multiplexer? Das ist ein Begriff aus der Telekommunikation. Das heißt eigentlich, dass man Signale bündelt zur Übertragung und dann nach dem Empfang wieder demoduliert, also aufsplittet. Ähnlich kann man sich eben auch bei Screen vorstellen, außer dass es nicht um Signale geht, sondern einfach die verschiedenen Shells. Also ich verbinde mich mit einem Terminal zu diesem Programm, das ich Screen nennt, kann darin eine neue oder mehrere neue Sessions erstellen und kann in jeder Session wiederum eine Window erstellen. Das Ganze ist Teil des GNU-Projekts und damit freie Software. Die Vorteile von Screen sind nun folgende. Ich starte Screen und starte eine Sitzung. In der Sitzung starte ich ein Programm. Ich verlasse die Sitzung, diese Screen-Sitzung eben. Das Programm läuft aber weiter. Und zu einem späteren Zeitpunkt reattache ich mich zu Screen oder zu dieser Sitzung eigentlich, um genau zu sein, und sehe eigentlich, dass mein Programm eben weitergelaufen ist. Das Ganze ist jetzt natürlich ein Vorteil, um Umgebungen, wo ich remote über Netzwerkverbindungen arbeite, die eventuell nicht stabil sind oder wo ich mir gewisse Setups einfach aufbehalten will, wo ich, wenn ich zum Beispiel eben aus dieser, aufgrund eines Netzwerkfehlers rausfliege, brauche ich mich nachher nur nochmal diese SSH oder was auch immer Session aufbauen und nochmal zu dieser Screen-Sitzung verbinden und ich kann direkt mit den Programmen wieder weiterarbeiten, so wie ich sie eigentlich verlassen habe. Ein zweiter Use Case ist die parallele Nutzung verschiedener Programme. Also anstatt, dass ich mir mehrere Terminals öffne und jedes Mal zu meinem Server hin verbinde, irgendeinen Headless-Server, der irgendwo steht, ja, und habe da auf meinem PC mehrere Fenster offen, öffne ich dort einfach in Screen mehrere Sitzungen oder in den Sitzungen mehrere Fenster, je nachdem wie man es mag, und kann dort eben verschiedene Programme starten. Wenn man sie sogar gleichzeitig anzeigen will, also in einer nicht-grafischen Umgebung mehrere Programme, die dann parallel am Bildschirm gezeigt werden, dann kann ich das tatsächlich mit Windows eben, also Windows in Screen, lösen, indem ich das Fenster in verschiedene Regionen splitte. Auch das kann ich nachher noch zeigen. Ein dritter Use Case ist die parallele Nutzung derselben Session von verschiedenen Usern. Also wenn zwei Leute, die in unterschiedlichen Teilen der Erde sitzen, können sich auf dieselbe Screen-Sitzung verbinden und gemeinsam irgendetwas anschauen oder zusammenarbeiten. Ja. Auf das werde ich aber nicht näher eingehen. So, um das
diese etwas abstrakten Erklärungen konkret zu zeigen, will ich jetzt auch nochmal ein kleines Demo zeigen. Dazu wieder zurück zum Terminal. Ich verbinde mich nun mittels SSH zu einem, wir tun so, es wäre ein weit entfernter Server. Ja. Ich will hier nicht bei den Demo wirklich auf Netzwerkverbindungen zugreifen. Das heißt, das Ganze ist eigentlich bei mir eine VM, eine virtuelle Maschine, die hier läuft. Log mich also mit SSH ein. Wie man sieht, der Prompt hat sich geändert. Also ich bin hier woanders drinnen und starte mal Screen. So, das Ganze zeigt mir einen Willkommensbildschirm an und wenn ich den wegklicke oder wegdrücke, dann schaut das Ganze eigentlich so aus wie vorher. Ja? Und da muss man nämlich auch schon aufpassen. Also das Erste, was man hier tun sollte, wenn man frisch Screen einsetzen will, ist sich diese Zeile hier am unteren Bildschirmrand zu konfigurieren. Hier gibt es bereits vorgefertigte Konfigurationen, aber das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, wie man optisch und sehr schnell nämlich optisch eine offene Screen-Sitzung von einer Shell-Sitzung auseinanderkennt. Ja? Also hier kann man sich dann verschiedene Sachen anzeigen lassen, ich weiß nicht, da steht der Computername und das erste Window, das bereits geöffnet worden ist und das aktiv ist eben, weil es eine Klammer rundherum hat und Datum und Uhrzeit und was weiß ich. So, das zweite, was man auch machen sollte, ist dieser Session einen Namen geben. Nachdem ich Screen ohne Parameter gestartet hat, bekommt das Ganze einen Default-Namen. Das ist nicht so gut, weil ja, wenn man das später wieder identifizieren will, dann ist es eventuell etwas mühsam. Sollte man auch mehrere Sessions erstellen. Ja. Also um der Session jetzt noch einen Namen zu geben, greife ich auf Attribute dieser Session zurück und dazu kommen nun der Escape Key in Verwendung. Ja. Das Ganze ist nämlich so, wenn ich hier was eingebe, kommt dieser Input ja in die Shell rein. Ja. Das heißt, um Screen anzusteuern, habe ich eine Escape-Key-Sequenz und erst dann geht der Input zu Screen. Die Escape-Key-Sequenz ist per Default Ctrl-A, das kann man umkonfigurieren, habe ich jetzt aber nicht gemacht. Also ich gebe Ctrl-A gefolgt von einem Doppelpunkt und wie man sieht, da klappt sich eine kleine Leiste auf und in der kann ich jetzt auf ein Session-Attribut namens Session-Name zugreifen und da schreibe ich einfach mal rein Z-Shell. Ja, benenne das also Z-Shell. Ja. So, hat sich jetzt nicht viel geändert visuell, es soll auch so sein. Ich schreibe das ja einfach mal rein. Ich kann diese Session jetzt da verlassen mit Ctrl-A eben, wieder unsere Escape-Key-Sequenz, gefolgt von einem D. Für Detach schreibt uns auch das Screen hier noch an. Wir haben uns detached von dieser Session. Das da vorne ist irgendeine Nummer, die braucht uns nicht weiter zu interessieren, das ist der Socket, die Socket-Nummer. Und dahinter ist unser Session-Name. Jetzt ein Listing mache aller vorhandenen Screen-Sessions, dann sehen wir, diese Session existiert, ist detached, also ist es niemand drinnen. Ich mache jetzt eine neue Session auf und diese werde ich gleich benennen, das mache ich mit groß S und werde sie einfach GMC benennen. Ja. So. Schaut jetzt eigentlich genauso aus wie vor. Ich werde jetzt ein Log-File verfolgen. Dadurch, dass das Logfile relativ viel Output hat, werde ich hier ein bisschen eine Filterung einbauen, also noch was greppen. So, ja, wunderbar. Das läuft jetzt so schon mal dahin. Das wird kontinuierlich, gibt es einen Output hier in dieser Screen-Session eigentlich. Ich werde jetzt einen Verbindungsabbruch simulieren, indem ich hier einfach einen neuen Tab in meinem Terminal mache. Aha, da hat sich jetzt die Größe geändert. Ach, jetzt ändert sie sich noch einmal. Okay, auch interessant. Also, was ist jetzt? So, ein bisschen verschieben hier das Ganze. Ich werde einfach die Verbindung ganz brutal killen, indem ich hier SSH, kill SSH eingebe. Ja. Und der killt mir hier wahrscheinlich die Session direkt weg.
Ja, sieht man auch, also Hit bei Signal 15, wurde hier rausgeschmissen, bin also wieder am lokalen Computer und muss die SSH-Sitzung neu aufbauen, muss die Screen-Sitzung neu aufnehmen, die kann ich jetzt da auswählen mit -R für Reattach. Falls ich die Sitzung jetzt nicht mehr im Kopf habe oder ein bisschen tippfaul bin, kann man natürlich hier, dadurch, dass man die Z-Shell auch benutzt, den Tabulator betätigen und bekommt hier die verfügbaren Screen-Prozesse angezeigt. Das wären eben unsere zwei, die wir vorher erstellt haben. Kann ich also eingeben DMC. Und man sieht also, das Ganze ist jetzt trotz eines simulierten Verbindungsabbruchs, läuft das Programm eigentlich wie erwartet weiter, unser Tail auf dieses Log-File, das wir hier ausgeben. Gut. Ich will das Ganze nur mit den Fenstern auch zeigen, wie sich das verhält. Dazu werde ich nochmal in die andere Sitzung reingehen. Ich verlasse die also mit Ctrl A, gefolgt von einem D, und gehe da mal rein in die Z-Shell-Sitzung, die noch etwas leer ist, und werde mir einfach mal ein neues Fenster erzeugen. Das macht man mit Ctrl A, gefolgt von einem C. C für Create Window wahrscheinlich. So, wir sehen hier unten in der Leiste hat sich was getan. Wir haben hier zwei Windows mit Indexnummer 0 und 1. Beide haben einen Titel, nämlich Z-Shell. Das ist das erste Programm oder das Programm, das hier gestartet worden ist. Unser Shell ist ja auch ein Programm. Und das zweite Fenster ist hier markiert mit diesen Klammern. Ich kann hier noch ein drittes Fenster erzeugen, Ctrl A gefolgt von C. So, jetzt haben wir drei Fenster. Diese Fenster kann ich jetzt nochmal durchwandern natürlich mit Ctrl A gefolgt von einem N für Next. Ja, kann ich hier durchgehen, schauen wir hier vielleicht Window 2, Next ist hier Window 3, so. Zurückgehen kann ich natürlich auch mit Ctrl A gefolgt von einem P wie Previous. Kann ich das in der anderen Reihenfolge wieder durchgehen und für eine Fensterliste drückt man Ctrl A gefolgt von Shift 2 und habe hier eine Liste und kann die direkt anwählen. So. Fenster kann man natürlich nicht nur öffnen, sondern auch wieder schließen. Ein Fenster wird geschlossen, indem das letzte Programm, das in diesem Fenster läuft, geschlossen wird. Und da auch die Shell ein Programm ist, kann man diese verlassen und das Fenster wird geschlossen. Gut. Diese Fenster, wie gesagt, das ist eine Geschmackssache, macht man sich jetzt mehrere Screen-Sessions oder Fenster, also ich würde eher sagen, diese ganze Hierarchie flach zu halten, aber ich will noch eine kleine Spielerei mit den Fenstern zeigen, denn nur eben diese, mit Hilfe von diesen Fenstern kann man diese lustigen Split-Screens oder Regions eben erzeugen. Das will ich noch einmal in dieser anderen Session zeigen, dazu verlasse ich die jetzt einmal und werde hier wieder reinwechseln zu... DMZ war das, genau. So, hier läuft ja noch unser Programm weiter und nachdem ich mir da ein paar Zusatzinformationen anzeigen will, splitte ich mal den Screen in der Vertikalen und dazu schreibt man an Steuerung A und großes S. Naja. So, hier habe ich jetzt also einen Balken in der Mitte einfach reinbekommen und unten eine schwarze leere Fläche. Diese leere Fläche muss ich erstmal einen Cursor reinsetzen, das mache ich mit Ctrl A gefolgt von Tabulator, jetzt wandert der Cursor runter und in dieser leeren Fläche kann ich mir jetzt nur ein Fenster erzeugen, mit Ctrl A und C, wie eben vorher erwähnt. So, da kann ich jetzt mal in einen Pfad hineingehen. So, und da drinnen liegen einige Installationspakete. Dieses Fenster kann ich mir jetzt nochmal unterteilen, das kann man natürlich ewig weiter fortsetzen. Ctrl A gefolgt von einem Pipe macht uns einen vertikales Splitting. Da setze ich jetzt auch mal meinen Cursor wieder rüber, Ctrl A mit Tabulator und ein neues Fenster, Ctrl A gefolgt von C. Und darin werde ich auch ein Logfile verfolgen. Nehme ich das Installationslog von diesem Computer und wenn ich hier in diesem linken unteren Fenster eine Installation jetzt mit diesen RPM-Paketen starte, dann sieht man wirklich, dass auf jedem Fenster hier was abgeht. Also so kann jetzt jemand
weiß nicht, vielleicht ein Systemadministrator so sich seinen wichtigsten Fenster hier einrichten und das ganze Layout speichern und jedes Mal, wenn er irgendwie was nachschauen will auf dem Server, der irgendwo steht, hat er hier alle Programme gleich im Überblick. Ja. Das wäre beispielsweise ein Anwendungsfall. Und kurz vielleicht noch zum Speichern. Dieses Window-Layout wird leider nicht so wie vor eben, wie ich das vorher gezeigt habe, die Sessions werden natürlich, bleiben ja erhalten bei einem Verbindungsabbruch. Das Window-Layout so aber noch nicht. Eventuell gibt es da schon eine neuere Screen-Version. Ich muss das nochmal überprüfen. Zuletzt war das leider noch nicht der Fall. Deswegen bedient man sich hier eines Sessions-Update-Boosts, das man hier setzen muss. Also Ctrl-A gefolgt von Doppelpunkten. Ich schreibe hier rein Layout-Save-Default. So, damit ist das Ganze nämlich jetzt einmal soweit fixiert. Und wenn ich hier diese SSH-Sitzung wieder abschieße, das war's nicht. Ja, sollte man hier wieder draußen sein. Killed by Signal 15, jawohl, sind wir hier draußen. Ich steige also wieder ein, reattache mich zur Screen-Session und sehe, dass zum Glück alles weiterläuft wie gehabt. Gut. So viel zu Screen und zu Z-Shell. Man kann hier natürlich noch viel, viel weiteres Material bringen. Das Ganze ist so noch nicht ganz erschlagen. Ich habe hier noch zwei Folien mit weiterführenden Links einfach. Es gibt ein Projekt namens Oh My Z-Shell, das erweitert die Z-Shell noch zusätzlich um Plugins, um Themes, um das Ganze noch bunter zu machen, was weiß ich. Auch ganz interessant, kann man sich mal anschauen. Es gibt jede Menge Hilfe und Manuals, Reference Cards habe ich hier bei Links angelistet, auch für die Konfigurationen, mit denen man vielleicht nicht von der grünen Wiese weg starten will. Kann man sich eigentlich vorangefertigte durchaus nehmen. Und auch zu Screen gibt es weiterführendes. Buyobu, glaube ich, heißt das Ganze. Wurde mal für Ubuntu entwickelt, gibt es aber mittlerweile für alle Distributionen und ist basiert auf Screen. Erweitert das Ganze aber auch noch um eine komfortable Maussteuerung, sodass man diese Regions sehr schnell erzeugen kann und auch mit der Maus verschieben kann und was weiß ich. Ist auch eine tolle Sache, aber wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, dass meistens nur Screen vorinstalliert ist, also immer so eine Sache. Und auch natürlich hier gibt es noch einige Hilfestellungen und Manuals dazu, besonders die Übersicht über das Tastaturkürzel ist am Anfang ganz angenehm, ist ein DIN A4 Blatt, kann man sich mal ausdrucken. Gut, so viel von meiner Seite, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Eindruck geben können und danke für die Aufmerksamkeit.